Einen wunderschönen guten Abend, herzlich willkommen zu Nerds an Hertz, zur großen Halloween-Ausgabe. Heute mit zwei fantastischen Teams. Ich freue mich sehr, dass es möglich ist. Ich darf heute, ich fange erstmal hier an, weil das ist mein Team, meine Partnerin. Heute mit Anja zusammen das Team Pinky und das Brain. Genau. Ist das unser Teamname? Ich dachte, ja. Grumpy. Und die da draußen dürfen sich jetzt überlegen, wer Pinky oder Grumpy ist und wer das Brain ist. Also wir sind das Team Pinky und das Brain, aber wir sind Pinky und Grumpy. Und auf meiner linken Seite ist das gegnerische Team. Nasti und Andi, euer Teamname ist? Die Party-Pathologen. Also quasi, wir sind die Pathologie, also das sind ja so Ärzte, die Leitern, Dingsies machen. Ja, interessant. Und für uns ist das ein großes Fest. Das ist meine Brosche, hallo. Ach so, Entschuldigung, ich dachte, es lebt. Eine schöne Brosche. Ja, und wir haben heute natürlich das Thema Halloween. Das heißt, es soll ein bisschen kreativ, ein bisschen schaurig werden. Sagen wir jetzt schon, was wir vorhaben zu kochen? Können wir machen. Ja? Ja, okay, dann fangt ihr bitte an und sagt doch mal gerne, womit ihr die noch geheime Jury heute überzeugen wollt. Ja, da gehen wir dann mal hier an unseren Servierwagen. Mhm. Und zwar haben wir hier unseren Patienten in der Pathologie, ja, das ist Trixi. Richtig vorbereitet, ja. Mhm. Ja, das haben wir gerade spontan gefunden. Ja. Wir machen einen Trixi Loves Dreierlei. Also wir werden Trixi mit dreierlei Speisen füllen. Wir werden ihr Organe geben und oder wieder zurückgeben. Oder ihre, genau, wir werden ihr die Organe zurückgeben, auf dass sie wieder ein glücklicheres Leben führt. Mhm. Jetzt, wo Krogmann gerade nicht da ist, um uns daran zu hindern, haben wir gedacht, das wird unser, sollen sie leben. Das wird unser Ding. Wissen wir natürlich noch immer nicht, was ihr genau kocht. Nee. Magen, Darm und Gehirn. Magen, Darm und Gehirn. Dann bin ich, okay. Genau. Dann bin ich mal gespannt, was da vor allem im Darmbereich dann reinkommt. Und ich muss noch das hier machen. Das wird unser, das ist ein Totenschädel. Den hat Miri von Game 2 angefertigt. Und der muss noch ausgelöst werden, da kommt dann das Gehirn rein. Und wir sind uns nicht sicher, ob das Ding hohl ist oder nicht. Also da kommt auch noch Arbeit auf uns zu. Ich könnte das auch alles mit Fertigprodukten machen. Also einen fertigen Kartoffelbrei, fertige Soße Hollandaise. Aber ich habe gedacht, nö, ich kann nicht kochen und ich scheitere hier lieber grandios. Und deswegen mache ich eine Soße Hollandaise selbst. Und hast du schon mal gehört, dass es eigentlich total verrückt ist, selber eine Soße Hollandaise zu machen? Nee. Ich auch nicht, aber alle Weil Menschen... Weil es so schwer ist, oder? Ja, und alle Menschen, die ich davon erzählt haben, meinen so, boah, du machst die selber, bist du verrückt. Weißt du überhaupt, wie das geht? Das gelingt dir niemals. Du weißt, hier haben schon Leute gewonnen, indem sie ein Magnum-Eis auf den Teller gelegt haben. Ne? Also ich habe zur Not auch ein Backup. Manchmal wird hier der Ehrgeiz auch nicht belohnt, aber ich finde es toll, dass du es selber machst. Ich versuch's. Was würdest du sagen, wo sind zwei... Also das alles sind 250 Gramm. Ja. Wie viel brauchst du? Und ich brauche 200. Also, das ist ja ganz einfach. Also, 250 durch Das sind 125. Dann hast du einfach 5 kleine. Also, du brauchst 5 gleich große Stücke. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5. 50, 100, 150, 200, 250. Also ein so ein kleines, alles hier so. Ja, so. Das sind nochmal 50 Gramm. Mhm. Wenn du Fragen hast wegen Magnum und so, kannst du einfach... Ne? Genau, einfach also das hast du mir letzte Woche Freitag bewiesen. Und deswegen frage ich dich. Oh nein, das wird nichts. Guck doch mal. Doch, doch, doch. Das sieht aus wie ein Tampon. Ja. Ein kleiner... Geistertampon. Ey, das war gar nicht so eine schlechte Idee. Wir machen einfach Tampon des Grauens, das wäre ein gutes Horrormovie. Okay, ich lasse das erst noch mal abkühlen, das ist noch zu flüssig. Und säg erst mal das hier auf. Mit was? Brauchst du das noch mal? Jetzt warte, nicht mehr. Ich nehme das hier. Das ist so ein richtig schönes Kabel. Aber irgendwas habe ich mit der... Also, ich habe es genau, wie es im Rezept steht, gemacht. Und es ist einfach flüssig. Ich könnte jetzt dieses... Ich habe doch so ein Fertig-Hollandaise-Zeug gekauft. Das könnte ich natürlich jetzt da reinquirlen. Scheiße! Oh, ich hab eine Idee. Oh, ich bin klitschnass geschwitzt. Ich auch. Ich hab eine Idee. Die machen auch Blumenkohl? Das ist doch das verstehe ich nicht. Was? Blumenkohl? Macht ihr Blumenkohl? Nee, macht ihr Blumenkohl? Nee, wir machen Brokkoli. Ist das jetzt fertig? Andere Kohl. Frag nicht. Ist mega schlau. Ja. Okay, ich müsste einmal mit ganz heißem Wasser an das Becken da. Kann ich das kurz machen? Ja, warte. Ich muss mal kurz hier mit heißem Wasser. Okay. Attacke. Haben wir sowas wie Topf, nicht verbrennen Dinger? Ah ja, warte mal. Diese Scheiße! Er ist nicht hohl!
Scheiße. Achtung, heiß. Ja. Das ist nur Deko. Der moralische. Nie wieder! Okay. Das ist nur die Deko. Oh. Scheiße. Nichts klappt. Nichts klappt, kein Problem. Oh Gott. Am Ende, wir geben einfach einen Löffel mit der weißen Schokolade und werden trotzdem gewinnen. Ich glaube auch. Oh. Ich habe eine Idee, wie ich jetzt. Ich habe nämlich Folgendes geschafft. Ich habe den Kopf abgerissen. Und er ist nicht hohl. Und jetzt überlege ich, wie kriege ich den hohl? Und habe folgende Idee. Ich weiß nicht, ob es die dümmste Idee ist, die ich je hatte. Das wird schon schwer, aber vielleicht ist es auch die allerbeste Idee. Ich koche Wasser und gieße kochendes Wasser da rein. Und dann wird in meiner Vorstellung das heiße Wasser wird sich hier wie so ein Krater. Da wird so ein See entstehen. Mhm, und dann werde ich das ausschütten und wir werden einen herrlich ausgehöhlten. Meinst du, das klappt? Nicht? Doch, das wird, glaube ich, ganz geil. Wir müssen heute kochen. Okay, lass uns einkaufen. Hey. Hey. Starke Mats. Grimme-Preis. Ja. So, Grimme-Preis. Achtung, jetzt kommt mein Experiment. Ich muss da ans Waschbecken, Nasti. Oh, ich aber mach das Gehirn, Etienne. Ja, aber ich muss da. Rutsch doch mal ein Stück. Ja, wohin soll ich denn rutschen? Von der Mikrowelle oder so. Vom Mikrowelle. Ich muss das hier im Waschbecken machen, weil jetzt. Irgendwie aus dem Kleidungsstück hängen. Achtung, oder so, ich gieße jetzt heißes Wasser auf den Styroporschädel. Das will doch jeder sehen. Achtung. Das wird doch geil. Werde ich verletzt? Möglich. Okay. Achtung. Ja. Shit. Was passiert? Siehst du es? Ja, es passiert nichts. Es passiert gar nichts. Doch so ein bisschen. Nee, das ist eine optische Illusion. Ich sehe gar nichts. Hier im Rest deines Lebens gar nichts. Was kann ich jetzt schnell aushöhlen? Nee. So. Ich brauche einen Faden, ich brauche Stoff. Aber ich will Anja, haben wir Teller? Schönes ja. Neues T-Shirt okay. Nicht kaputt machen. In den also Teller. Ich guck mal, was hier passiert. Okay, jetzt oh mein haben Gott, wir noch es sieht so scheiße aus. Du kannst noch die Himbeersoße, du kannst noch eine Himbeerspiegel. Es sieht so scheiße aus. Du kannst sie auch hinlegen. Es sieht überhaupt nicht so aus. Das stimmt. Vielleicht kannst du die auch liegend servieren. Also, ich muss das und einfach du legst sie aber in so einen Himbeersoßenspiegel. Kann ich das mal? Ich möchte das einmal kurz als. Ich möchte einmal kurz. Wir müssen uns an der Stelle bei lecker.de bedanken, die dieses Foto, von dem ich das geklaut habe. Oh Mann, aber es ist gruselig. Es ist wie. Ja, gruselig ist es, also aber. Wir können es ja wirklich als Tampon des Grauens oder so. Und guck mal, hier. Es ist noch nicht mal weiß. Wieso ist es denn nicht mehr? Es ist gelb geworden. Na, so ein Geist ist auch nicht immer. Aber. Oh Mann, ich weiß auch nicht. Scheiße. Oh nee, mach nicht was den Kühlschrank auf. Ich rieche das direkt. Oh nein. Okay. Oh Gott! Was ist passiert? Nein, unsere Nein! Oh Gott! Nein, unsere Nein? Ich weiß nicht, ob ich warte oder nicht. Warte, ich hol Stäbchen und versuche das zu retten. Wo sind die Stäbchen? Hier, warte. Warte. Oh Gott. Aber jetzt sind sie richtige Monster. Das sind Monster. Kannst du noch die Augen draufkleben? Oh Gott, das habe ich mir nur dabei gedacht. Was ist das für ein Schwachsinn? Ich habe gedacht, Früchte in Kuvertüre, das kriegen wir hin. Es sieht einfach zum Kotzen aus. Nein, es sieht super aus. Kannst du bitte die Augen draufkleben? Das geht von mir auf jeden Fall 10 von 8 möglichen Punkten. Wir lassen es genau so. So servieren wir es. Aber die Augen müssen drauf. Das kannst du doch nicht servieren. Und die Himbeersoße machen wir in das Glas. Und dann ist es schaurig. Das ist schaurig. Das ist gruselig. Okay, dann müssen wir es aber noch verzieren mit Blut und allem. Genau, Blut und. Wo sind denn die Augen? Sind das die Augen? Ja. Also, das würde ich ja nicht essen. Das sieht ja ekelhaft aus. Ich finde auch. Widerlich. Das kann doch kein, das kannst du keinem anbieten, kannst du das doch keinem. Ekelhaft. Oh, heiß! So, jetzt kommt die ganz krasse Nummer hier. Boah, das erinnert mich alles an Kunstunterricht in der Schule. Okay. Oh, lecker ist es geworden. Also, aber jetzt mal ganz ehrlich. Andi, Nasti, ne? Ja. Ich will jetzt nicht haten und so. Was denn? Aber lass mal das Skelett, zu dem ihr nichts beigetragen habt. Natürlich, wir haben es organisiert. Das Skelett war schon so.
Lass mal das Skelett weg, was übrig bleibt, ist nicht so viel geiler als das, was wir haben. Ey, ja, ganz ehrlich. Ganz ehrlich. Okay. Ihr habt auch nur eine Okay, und jetzt, guck mal. Unsere und jetzt, Party würde viel cooler aussehen. Und jetzt guck das Getränk an. Jetzt guck das Getränk an und sag das nochmal. Das war nicht abgesprochen. Doch. Nein. Das ist ein Das ist gruseliges das ist, Essen. Nee, das ist. Gruseliges Essen war abgesprochen. Ich würde schon gerne das Team beleidigen, allein der Optik wegen. Aber ich gehe jetzt davon aus, dass hier das. Schaurig. Ja, also allein von der Optik, ich nehme jetzt mal hier von. Das ist ja hier, wie heißt sie denn gleich nochmal? Von Trixie. Trixie, genau. Ach, da sind noch mehr essbare Sachen. Hallo Trixie. So, startet es schon mal. Okay, Alter, also optisch, wir brauchen wirklich nicht darüber zu reden. Wenn das ein Gericht ist und das ein Gericht ist, dann hat das auf jeden Fall optisch schon mal gewonnen, weil es gruselig, widerlich und... Ja, okay, reden wir jetzt von appetitlich, würde ich wahrscheinlich eher dazu sagen, gehen das zu essen, weil man sieht, das sind Bananen und das wird Kartoffelbrei mit Tomatensauce sein. Oder... Irgendwie sowas. Und das hier kann man halt nicht definieren. Also, na gut, Bratwürste. Also von der gruseligen Optik hat das auf jeden Fall schon mal gewonnen. Also ich bin nicht Simon, ich habe mir leider kein Heft mitgenommen. Aber wenn ich 10 Punkte jeweils vergeben müsste, wären das wahrscheinlich 10. Und das wären 4? Naja, vielleicht auch nur 3. Also... Das ist ein Weltenunterschied. Was hat denn das eine Team in der... Wie lange hattet ihr jetzt Zeit? Eine Stunde? 60 Minuten? Ja, 55. Also wenn das wirklich Kartoffelbrei mit Tomatensauce ist und das anderthalb Bananen mit ein bisschen Marmelade, dann muss ich wirklich sagen... Oder haben die noch Augen hier? Sehe ich das noch nicht. Ach, da sind noch Augen dran. Das sind... Was hat denn das Team wirklich gemacht? Da ist noch nicht mal hier was drin. Hätte man da nicht noch den Rest der Marmelade reintun können, dass es wie Blut aussieht oder so? Okay, Optik geht komischerweise hier. Oh, Alter, wie viel Kilogramm sind denn das? Ach, da versteckt sich noch was drin. Okay. Ja, ich hoffe, da versteckt sich noch was drin. Ah, dieser Weltenunterschied, es tut mir leid, ich kann es für keinen beschönigen, es ist wirklich einfach nur geil. Freust du dich, hier zu sein? Hey, dieser Teller wiegt 84.000 Kilogramm, das ist ja... Okay, ich mache jetzt mal einen Querschnitt. Oh, okay, es befindet sich noch was da drunter. Ich mache jetzt einen Querschnitt. Oh Gott, das ist da hinten wird halt sich auch nur tot. So, ich mache jetzt diesen Querschnitt. Versuche das hier mal rauszuheben. Hebeln. Es ist einfach nur... Oh. Okay. Es ist einfach nur ein Blumenkohl. Jetzt mal ehrlich, habt ihr eine Stunde rumgestanden? Und ein Blumenkohl, der nach nichts schmeckt. Also echt. Ui, okay, da ist auf jeden Fall Aluhol drin. Ich versuch's einfach. Don't. Verfickte Scheiße. Sheesh. So, Optik, habe ich schon gesagt, ist eine 10 von 10. Natürlich sehr kräftig, das kann kein Mensch alleine essen, auch Optik. Also dieses Gericht hat einfach mindestens 3-mal so viele Punkte wie dieses. Nachtisch lecker und ich glaube für einen Kindergeburtstag und schön präsentiert. Gut, das ist Müll. Wieso guckst du uns da an? Weißt du etwa irgendwas? Nein, weiß ich nicht, aber ihr lacht schon die ganze Zeit so. Wir lachen auch die ganze Zeit. Ja, ja. Aber ich weiß nicht, ich kenne dich weniger und ich glaube, du bist einfach keiner, der zu Hause leidenschaftlich kocht. Bei dir kann ich es mir eher vorstellen. Bei dir weiß ich nämlich auch nicht und bei dir weiß ich auch nicht. Und da kann ich mir vorstellen, dass... Ich kann mir einfach vorstellen, dass Nasi kommt, ja, ich hab da mal geguckt und ey, wir machen Brownie und dann machen wir das darum. Das kann ich mir einfach vorstellen. Nicht, dass ich mir das bei dir... Irgendwie passt das leider mehr zu dir. Ganz ehrlich. Na, ich hab's aber hauptsächlich durchs Lachen. Man muss aber auch, also...
Wollen wir jetzt auflösen, damit wir darüber reden können? Ja, oder gerne. Also der Gewinner ist in sehr vielen Punkten einfach hier. Der hat ja schon gesagt, dreimal so viele Punkte. Ja. Fröhliche Weihnachten und herzlich willkommen zu Nerds an Herz im großen Backspezial. Heute wird es weihnachtlich. Wir werden heute Plätzchen backen. Und wir haben zwei fantastische Teams heute da. Einmal Anne und Ilias. Hallo, hallo Lars. Hallo, hey. Hallo, liebe Zuschauer. Und natürlich an meiner Seite Lisi und Lasi. Lisa und ich heute im Partnerlook, ihr beide auch im professionellen Partnerlook. Wir haben insgesamt eine Stunde Zeit, unsere Plätzchen zu backen. Es geht konkret um Zimtsterne und Makronen. Irgendwas davon schon mal gebacken? Nichts von beidem. Keins? Okay, aber ich hoffe, dass du schon heute so ein bisschen den Ton angibst. Ich habe das Rezept im Internet rausgesucht und gesagt, wir ziehen gleich farbene Pullover an. Dann glaube ich, damit ist meine Aufgabe erfüllt. Vor allem mega scharfe Messer, Alter. Wenn man hier Alter! Ups. okay. Hier ist nichts drin, was ich gebrauchen könnte. Scheiße. Das ist super. Mit dem Knopf hier Hängt oben. Hier irgendwas vielleicht noch? Mit dem Knopf hier oben gehen die Dinger hier übrigens raus. Gut, danke, dass du mich darauf hinweist. So eine Beleuchtung hier. Achso, das ist der Tannenbaum. Aber wir sollten auch den Kranz nicht auf dem Dings Tannenbaum liegen oder Plätzchen? Wie heißt der schon? Geil. Scheiße, die Nummer mit einer absolute Eskalation hier. Es ist ja auch so ein bisschen, Lisa, die große Versöhnungsshow heute. Für uns beide? Für uns beide, weil ich damals bei Nerds and Herz. Ach stimmt, du warst der Magnum-Gate-Juror. Ja. Oh Gott, oh Gott. Erinnere ungern an das Magnum-Gate. Das ist korrekt. Aber Lisa war die Leidtragende, dass ich ein Magnum-Eis nicht als solches erkannt habe. Und sie war mir wirklich. Warst du nicht sauer, ne? Ich war wirklich sauer. Wirklich böse. Und ich musste mich da wochenlang entschuldigen. Ich trete hier an, um zu gewinnen, Lars. Das ist halt das Ding. Also, da kannten wir uns auch noch nicht so gut, aber ich dachte, alles klar, mit der werde ich wohl nie wieder reden dürfen. Das hätte fast dafür gesorgt, dass wir nie Freunde werden, glaube ich. Das ist echt so. Aber heute sind wir ein Team. Heute, ja, auf jeden Fall. Alles vergeben und vergessen. Nur weil du nicht so gut schmecken kannst, das ist ja letztendlich auch eine kleine Behinderung, die du da hast. Von daher kann ich dich dafür ja auch nicht verurteilen. Sorry, nur weil ich nicht wusste, dass wir hier so hohes kriminelles Potenzial haben. Ja, auch das. Oh, scheiß drauf. Okay. Ich weiß nicht, ob das süß ist. Oh, Vorsicht. Aufpassen, Alter. Jesus. Ich hab die Geschenke weggeschmissen. Ja, probiert euch erstmal selbst. Und natürlich auch euch. Ihr seid Gewinnerinnen und Gewinner. Herzlich willkommen, denn ihr habt Gold richtig eingeschaltet. Wer hätte damit gerechnet? Das Format eures Kochvertrauens ist zurück. Nach 5 Jahren Pause haben wir es geschafft, die Erfolgsformel ein weiteres Mal zu neuem Glanz zu bringen. Mhm. Nerds an Hörz. Das ist das, was wir heute Abend zelebrieren werden hier, live und in Farbe für alle, die zum ersten Mal zuschauen. Ja. Und noch nicht in unserem YouTube-Videoarchiv geforstet haben. Es ist ein Kochwettbewerb. Und die Disziplin, in der sich die beiden Teams heute messen werden, ist ein Klassiker der deutschen Küche. Würde ich mal behaupten, sage ich einfach mal, weil es ja deutsch klingt. Es geht heute um Kohlrouladen. Kohlrouladen ist das Rezept, was heute Abend gekocht werden soll, mit einer Sättigungsbeilage nach Wunsch des Teams. Und wenn ich von Teams rede, rede ich natürlich zuerst mal mit, und jetzt wechsle ich gerade, weil ich selber Teil eines Teams bin, mit dem extrem attraktiven Gewinner und Michael Reinke. Wir mich zusammen eintrieben. Micha, du hast ja Erfahrung mit Nerds an Hörz. Ja, du hast die Schweiße deines Angesichts beim Live-Kochen durchaus schon mal gebrochen. Ich habe auch dich schon geschlagen. So wie fühlt es sich an, quasi jetzt auf dem ersten Treppchen zusammen mit mir zu stehen, auf dem Siegertreppchen? Mäßig. Weil wir beide wissen, wir erinnern uns dran. Ich glaube, es ging damals um Thai, Curry, sowas, ne? Genau. So ein asiatisches Curry. Und da habt ihr gestümpert. Ja. Und ich habe wirklich, ich war siegessicher. Wir haben richtig was richtig Edles kredenzt. Ich habe gefreestylt und du hast so richtig am Rezept gehangen, wie so ein Noob. Das Rezept war in meinem Kopf. Ja? Das Rezept war auf Gold gebürstet. Ach so, und das war ein strenges Geheimnisrezept. Ja. Ich kann mich noch erinnern, wie dein Kompagnon Dennis Richtarski von der Tiefkühlpizza das Paprikagemüse rausgekratzt hat. Das habe ich ihm gesagt, weil da ist die gute Glutamatkräuterbutter drunter, die geht direkt rein mit ins Essen. Ja, aber als ich dann die Jury gesehen habe, denn darum geht es, wir bewerten natürlich nicht selber unser Essen, soweit kommt es noch. Wir wissen nicht, wer es heute bewertet. Männlein, Weiblein, keine Ahnung, aber am Ende der Kochzeit wird es eben so sein. Dann kommt ein Juror, eine Jurorin rein und wird die beiden Gerüchte verkosten, ohne zu wissen, von wem welcher Teller stammt. Und dann kommt das Urteil. Oder das Unheil, denn jetzt letzte Anekdote, dann kommen wir auch gleich zu euch, zu den Zweitplatzierten des heutigen Abends. Mhm. Als ich gesehen habe, wer damals das Curry bewerten sollte, da habe ich wirklich sofort gedacht, komm,
Hätte ich gar nicht mitmachen müssen. Ja. Da weißt du, ich kann auch das in den Müll werfen und fragen, Eimer, was sagst du? Ist Eddie so ein Kriterium, oder? Ja. Das kann doch nicht wahr sein. Absolut. Mir schmeckt's. Das war einfach, ihr habt so eine Glutamatbombe da gezaubert. Ja, aber gut, du hast gewonnen am Ende also des Tages. Also, was ist das? Asian Food muss ballern. Auf jeden Fall. Das hast du, nicht verstanden. Ja. Okay, gut. Ich wollte dir noch sagen, Colin, hier apropos Gewinn. Nimm mal deinen Mund nicht zu voll heute, ne? Ach so. Schaut sie euch an. Wenn ihr natürlich ab und zu mal Löffel, Messer, Gäbel guckt, hier das Format, wo ich bin einzig, der ein eigenes T-Shirt mit einem eigenen Format hat. Dann wissen wir natürlich, dass Johanna sich ja heute auch so ein bisschen die Hoffnung macht, sich rächen zu können, ne? Für all das Unglück, für die Gemeinheiten und Unverschämtheiten, ne? Das stimmt. Ich euch ja. Ich werde Grund und Boden kochen. Ich muss sagen, mir ist schon eine Sache aufgefallen. Ich will nicht direkt unfair brüllen, bevor wir überhaupt eine Zutat angerührt haben. Ja, ja. Aber schaut euch, was wir hier haben, ne? Wir haben abgepacktes Hackfleisch. Und wir wissen, dass abgepacktes Hackfleisch im Zweifelsfall durchaus Einsatzgebiet von Captain Knopf und Sergeant Schwabbel sein kann. Ja. Ihr wiederum habt Frisches von der Theke. Ich war einkaufen. Wir waren selber einkaufen. Ihr wart selbst einkaufen. Ja, was macht ihr denn? Ja, entschuldige mal, ich dachte gleich Regeln für alle. Wir haben Hausknecht Nepomuk geschickt. Du hast recht, erzähl die Geschichte so, wie sie sein können. Also du hast deinen Freund Johann Lafer angerufen und hast gesagt, Johann, erzähl mal, Kohlrouladen, wie kann man die schmackhaft machen? Weil eigentlich schmecken die doch keinem. So. Genau. Und dann gemeint er, ja, mit einem gewissen, mit einem Trick. Mit einem besonderen Trick. Der hier drauf steht. Ja, und du hast schon beim Durchgucken der Liste, hast du schon gesagt, bäh, das machen wir nicht. Nee. Und ich will es ausprobieren. Also ganz so streng geheim ist es nicht. Bleiben wir bei der Wahrheit. Er macht halt was rein, weil es kann nicht sein, dass es gut ist. Ja. Was macht ihr da rein? Sagt ihr es jetzt schon oder nicht? Nein. Das können wir gleich diskutieren live. Also ja, absolut. Brausepulver oder sowas? Ja. Ahoi Brause? Ja. Oh, rein, rein, rein. Also, was ist eure Sättigungsbeilage? Kartoffeln. Jetzt kann man schon Kartoffeln. Aber mit einem kleinen Twist. Mit einem geheimen Twist. Mhm. Wir haben auch extra die kleinen genommen. Hm? Sie werden gekocht. Sie werden leicht gekocht. Wir haben die kleinen genommen. Ihr habt ja hier diese riesigen Kartoffeln. Ja, aus Gründen. Aus Gründen, ja, ja, klar. Weil unsere natürlich. Weil der dümmste Bauer. Nein, also wir machen was. Wir machen Kartoffeln. Hey, köstliche Kartoffeln. Ich entschuldige mich im Namen von Johanna bei allen da draußen, die natürlich. Ich bin großer Fan der Landwirtschaft. Ja, das ist klar. Hör auf, mir das so auszulegen, Colin. Ich, als ob ich dir jemals. Warum habt ihr eigentlich, und das ist, glaube ich, eure Geheimzutat, warum habt ihr bei euch Sekt? Die Köchinnen. Sekt, weil man muss natürlich auch an seinen Kreislauf denken. Ich durfte einkaufen, ich hatte ein gewisses Budget, hier sind die kleinen Frechen. Und da war noch ein bisschen was übrig und da dachte ich, bringe ich uns einen kleinen Sekt mit für den Kreislauf, denn die Köchinnen müssen auch versorgt werden. Wichtig. Und da habt ihr direkt an den zweiten für euer Mitstreiter gedacht. Nee, ihr habt ja zwei da, das finde ich sehr nett von möchtet euch. Das ehrt euch Schluck, in der möchtet Tat, ihr, dass ihr auch eine Flasche für uns mitgebracht habt. Möchtet ihr gerne? Ich meine, wenn ihr da... Wir haben eingequatscht, ne? Rüber, ja. Na gut. Na gut. Es gibt nichts Schöneres. Ihr habt ja auch nur, ich habe ja schon gesehen, ihr habt ja auch Wein. Wir müssen ja auch mit Wein kochen, ist ja wichtig. Wo ist selbstverständlich. Wein? Da bei euch, ihr habt ja auch. Das ist Öl. Da, ja, da, guck mal dahinter. Da habt ihr eine kleine Flasche Wein. Das ist mein Essen. Ich wollte euch nicht euren feinen doch. Euer Perlwein. Ihr werdet es wahrscheinlich brauchen. Hier. Die werden gleich 2 Minuten, wenn das hier kocht. Also, wenn im Sinne von falls. Der Menzler macht das auch nicht. Ey, wir haben wieder so einen absoluten. Ich verzweifle an diesen Scheißplatten. Wieso? Seit ich bei Rocket Beans arbeite. Ich habe die angemacht seit Sekunde 1. Zeit läuft am nichts jetzt. Her! Nee, nichts! Nicht mal so ein Anflug von Wärme. Nee. Wirklich nicht mal, als ob jemand in vollbesetzten Bahn sich mit haben dem Oberschenkel zu nah an dich ran, so diese leicht unangenehme Wärme. Oh, den isst du einfach so. Bist du eine ekelhafte Person? Du bist eine ekelhafte Person. Ich bin Senf-Person. Senf ist doch geil. Lecker. Doch, das finde ich leider lecker. Oder Senf aufs Brot. Soll ich kann das man machen, kann man machen. Hört auf, kann man machen. Ich sehe schon kommen, dass dann nachher wieder Ede der Juror ist. Oh Mann. Und der sitzt, ich hasse Kraut. Ich mag gar kein Kohl. Kohl und alles, was ihr esst, hasse ich. Gut, dass ich vorher noch beim Dönermann war. Wir müssen auf jeden Fall nochmal nachsalzen. Was müssen wir nachsalzen? Den Bulettenteig, jetzt wo der Reis drin ist, schmeckt es. Es hat den ganzen den Drive genommen, ey. Ja. Aber der Reis war auch ordentlich gesalzen, ne? Ich weiß, aber der ganze restliche Geschmack, das war eben war es noch Chipsletten Barbecue, jetzt ist es Chipsletten Salt and Vinegar. Also auf jeden mit den Lorbeerblättern. Hat einfach einen Dampf verloren, so. Auch hier, ich weiß nicht, ob ihr das gerade mitbekommen habt, Leute. Sam hat hier Zimt dran gemacht. Wir machen nämlich als Beilage Ofenbackblechkartoffeln mit Zimt. Weil das ein herbstliches Gericht ist. Kohl ist für mich Herbst, Zimt ist für mich Herbst. Und wird unseren Judge so überraschen. Ja, und das wird, glaube ich, unser Schlüssel zum Sieg. Ich brauche hier eine kannst du das mal kurz irgendwo anders hin tun? Ja, ist ja wohl kein Problem. Wollen wir die Hände abwenden? Ah, wie schön. Schneebesen liegt da, ne? Ja.
Ja. Ach, mit einigen Esslöffeln kaltem. Doch. Oh, so, nicht auf die Petersilie. Das geht. Kaltes Wasser. Hast du dich verbrannt? Nein. Was? Ich hab diese Speisestärke muss mit. Kannst du das oh, mal ich bin so dumm! Hey, ist das Wasser kannst alle? Du das irgendwo anders? Nein. Sekunde. Wie viel ein Glas? Das muss ja eigentlich. Ein Glas? Wie viel? Ist egal. Ein bisschen davon. Stopp. Ey, wirklich. Du musst ja eigentlich die Speisestärke in kaltem Wasser anrühren. Ach so. Und dann reingeben. Oh, nee. Colin, ich hab das hier gerade einfach so reingemacht. Soweit ich weiß, muss man das. Oh Gott. Das klumpt doch jetzt. Pass auf, wenn wir das gut durchbekommen. Das wahrscheinlich ist genau die Kombi jetzt noch mal ekelhafter. Ja. Aber wir haben auch noch Zucker bekommen. Zucker geht auch immer. Warte mal. Das hier? Schneid die mal auf. Du musst dann, wie gesagt, den Gaumen von allen Seiten umstellen. So. Und dann kann er nicht mehr. Nein, das hier ist der. Das hier ist der da. Der, genau. Der. Wo ist der Zucker? Wir hatten da eben. Egal, nur. Scheiß der Hund drauf. Wir müssen jetzt anrichten. Warte, komm, ein bisschen Püree noch. Nein, okay. Nicht da drauf. Also Kartoffeln, die knusprigsten. So, komm, ich komme. Hast du da drauf gemacht? Ja. Komm, wir machen. Ich komme vor. Alter, das ist ekelhaft. Die Soße ist ekelhaft. Die lassen wir weg. Nein! Die lassen wir weg. Micha, das geht nicht. Absolut ungenießbar. Das gehört aber dazu. Nee, die ist absolut ungenießbar. Was nehmen wir? Pass auf. Die ist so sauer. Ja, aber Micha. Schon genug. Man macht ja, gib mir Löffel. Pass auf, haben wir nicht irgendwo Ketchup oder so. Ja, aber viel ist auch viel. Ich weiß, wer vielleicht testen würde. Mach nur ganz bisschen am Rand zu. Oh, die ist auch gut. Guck mal, dieses Knusperstückchen noch oben drauf. Alter, dieses Soße. An die Seite ein bisschen Soße. Ja, und wieder rühren. Warte, ich will mal rühren. Darf ich mal rühren? Alter, nicht so viel. Ich komme direkt aus dem Kino. Ja, man sieht es an deinem T-Shirt. Ich habe wirklich Hunger. Hier sind die beiden goldenen Löffel, geil, die du dem Siegerteam überreichen darfst. Ja. Nach Beendigung deiner Verköstigung, nachdem du dir eine Meinung gemacht hast und ein Favoritenteam ausgemacht hast. Dann sagst du, welches es ist und dann sagen wir dir, wer die Löffel bekommt und wer sie nicht bekommt. Hallo, Grüße gehen nach links. Schöck, wir sind das super aufgeregt. Ein voller Mund ist da drüben. Oh Mann, ich hab Hunger. Rein damit. Gönn dir. Das ist alles nur für dich. Ja, dafür ist es da. Dafür standen wir heute alle 2 Stunden in der Kirche für dich. Ich mag, oder beziehungsweise mir fällt schwer, den Abgang dieser Soße hier. Ist da ein Hauch von, das dürft ihr mich beantworten, aber ich frage mich, ob da ein Hauch von Zimt drin ist. Das wäre natürlich nicht so geil. Oh, ui. Ich kann das nicht aushalten, diese Spannung. Ich dauert das so lange. Echt? Soll ich mich beeilen? Nein. Du isst dich erstmal schön satt und entscheidest dich dann für das richtige Produkt. Wir haben ja nur Stunden und Tage Herzblut, Energie, Leidenschaft hier reingesteckt. Jahrelang wurden wir einfach ein bisschen ungeduldig. Ich möchte aber auch wirklich, du sollst es genießen. Ich glaube, dass es schwer ist. Jeder Bissen zählt. Ja. Gut, der ist jetzt weg, der Teller. Spricht natürlich sowohl für ihn als auch, naja, vielleicht war ein bisschen wenig drauf. Aber ich habe ja zum Glück noch was. Ich kann das nicht mehr aushalten. Wirklich. Ist gleich vorbei. Ja. Ein gut gesättigter Schröck gibt stark. Auch bessere Ergebnisse. Oh. Also das muss man sagen, Schröck, das ehrt dich schon mal als Juror. Du nimmst deinen Job sehr ernst. Ja. Du bist nämlich tatsächlich der erste Juror wohl in der Geschichte von Nerds and Nerds, der beide Teller leer ist. Ich habe gesagt, ich habe Hunger. Ja, schön, dass du da bist. Wir hätten das nicht wegschmeißen wollen. Das ist wirklich gut. Schön, dass Hunger du da bist. Das ist genau so richtig. Also ich meine, wir haben jetzt 10, ich habe keine Ahnung, heute Mittag irgendwann um 1 das letzte Mal gegessen. Nobody shames you. Es ist schön, dass du da bist, schön, dass du aufgegessen hast. Oh, es war morgen gutes Wetter. Aber also jetzt bitte, die es war wirklich Entscheidung. Es war wirklich lecker, jeweils. Ne? Also das war kein Gericht, wo ich sage, oder nee, da hat irgendwas nicht gestimmt oder irgendwas nicht gepasst. Der Kartoffelbrei war echt, abgesehen davon von der Temperatur, war der schön leicht. Die Soße hat geschmeckt. Hier, die Bratkartoffeln waren echt schön knusprig. Ihr wollt eine schnelle Entscheidung, ne? Nö, lass dir Zeit. Wie gesagt, eine zweite Portion kannst du haben gleich. Echt, eine zweite? Ja, das auf jeden Fall. Ja, wir haben mittlerweile alles weggeraten. Nee. Also ist alles egal. Ich muss sagen, ich finde die Soße hier echt entscheidend. Die ist richtig spannend gewesen. Die hatte einen schönen Abgang, wo ich erst gedacht habe, ja, vielleicht ist das Zimt, weil ich bin absolut kein Zimtfreund. Ich hasse Zimt. Und trotzdem, selbst wenn es Zimt war, hat er sich mit allen Bestandteilen dieser Soße echt wundervoll vermischt. Hinzu kommt, das war halt leider auch echt die etwas ansprechendere Portion. Also wenn ich jetzt in ein Restaurant gehen würde und mir würde ein Koch die beiden Teller hinhalten, würde ich sagen, ja, ich nehme den, weil da kriege ich auf jeden Fall was für mein Geld.
Ja, klassische Sterneküche halt. Siehst du, und das unterscheidet mich von diesen Gourmets. Ich muss satt werden. Ja? Sind wir also, auch bei der Hausmannskost? Ja, also, absolut. Nein. Rocket Beans ja. ist immer noch am Boden geblieben. Weil wenn ich in ein Restaurant gehe, mein oberstes Ziel ist, ich muss satt werden. Ja, ehrliche Portionen, ne? Mhm. Genau, ehrliche Portionen. Ja. Ey, wirklich, mit einem Hauch Vorsprung. Er hier. Ja! Yeah! Man könnte auch sagen, mit einem Hauch Zimt-Vorsprung. Ja. Schröck, ich wusste nicht, dass du keinen Zimt magst. Das Zimt, das waren Zimtkartoffeln. Danke. Das waren die Kartoffeln. Sorry. Aber es war auch in der Soße ein bisschen, weil ich hab. Aber echt, war das nur die Kartoffeln? Ja, aber eigentlich schon. Ich wusste kein Zimt. Okay, weil dann war es mit der Kombination. Dann habt ihr es geschafft, so dass ich etwas... So haben wir es komponiert, das Stück. Weil dann muss ich es halt echt... Also es tut mir leid. Das war lecker. Ey, eure Soße... Komm doch. Die haben vorher gesagt, für ihre Soße ungenießbar, haben die gesagt, Schröck. Ja. Dass du das so nett kreditierst. Dass du die einfach gegessen hast. Also wirklich... Och, ey, Mann. Ich muss es einfach so sagen. Ihr habt es geschafft, dass mir ein Gewürz, das ich auf den Tod nicht ausstehen kann, ja, was ich wirklich hasse, dass mir das nicht negativ, sondern tatsächlich in der Kombination mit allem sogar halbwegs wirklich positiv aufgefallen ist. Als du gesagt hast, du hast Zimt, hatte ich schon gedacht. Ich hatte auch gedacht. Aber es hat halt allem einen Abgang gegeben, den ich mag. Also das ist eine Mischung aus einer leichten Süße, aus einer leichten Säuerlichkeit plus halt eben die ganzen herzhaften Geschmäcker, die da drin waren. Ey, habt ihr euch verdient? Dankeschön! Vielen Dank! Danke! Habt ihr gut gemacht. Aber auch bei euch, ne? Also die Roulade... Nee, war halt einfach, die war halt echt, gar nicht, wo wir sind. Safe. Das war halt, die Soße war halt ein bisschen schlaff. Die Soße war ehrlich gesagt unser Sorgenkind. Ja. Die Soße war also 5 Minuten vorher war ungenießbar. Also, die war wirklich ungenießbar. Hast du überhaupt ein lobendes Wort? Wir haben alles reingeschmissen, was uns einfiel, um es irgendwie zu retten. So. Naja, also sie war halt echt ein bisschen schlaff. Und ja. Sie waren auch ein bisschen wenig. Ja, so. wir haben uns nicht getraut, dir mehr zu geben, weil sie so schlimm war. Weil ich bin halt Soßenfreund von dunkler Soße. Ja, aber die so, ich glaube, sie hätte dir wirklich keine Freude. Probier die mal so pur, du wirst ausspucken. Die ist aber jetzt schon hart. Die ist hart. Allein dieses Merkmal der Soße ist jetzt hart. Die hat nachgebunden. Ich glaube, das hier war die übrigens. Ja, also sie ist echt richtig schlimm geworden. Ich muss sie jetzt auch noch mal probieren. Jetzt einen ganz säuerlichen Beigeschmack. Und wir haben am Ende ganz viel Zucker reingekippt, damit das irgendwie abnimmt. Ja, aber und genau das ist es halt. Das geht ist, aber. Sie, also sie, wie gesagt, sie geht, aber sie ist halt am Ende nur süß. Ja. Habt ihr Ketchup gemacht oder was? Nein, wir haben einfach keine gute Soße gemacht. Wir hatten beide keine Erfahrungswerte mit Wacholderbeeren und die haben uns möglicherweise das Genick gebrochen. Okay, aber warum habt ihr so wenig Kartoffelbrei darauf getan? Tja, was soll diese Knausrigkeit, Colin Gäbel? Also wen ich kenne einen Jura, der macht zwei Büsse hier, zwei Büsse da und dann überlegen. Wir wussten nicht, dass wir hier eine vollwertige... Ich wusste nicht, dass ich hier was übrig... Also man lässt doch kein Essen übrig. Wir haben noch Buletten übrig, haben wir ihr habt doch schon gewonnen. Und ihr kriegt so eine Kurve Heimweg. Ja, geil, ey, freut mich morgen. Ja, willkommen bei Nerds & Herds hier heute Abend, die Kochshow für die ganze Familie auf Rocket Beans TV. Und hier ist keine Familie, sondern zwei Duos, die heute gegeneinander antreten. Einmal willkommen Janina und Esther, ihr bildet ein Team. Und Timo und ich werden das zweite Team bilden. Und ja, wir haben Oktober, Halloween steht vor der Tür und es gab ein Oberthema und zwar Kürbis. Meine erste Frage kurz an euch, habt ihr schon mal zusammen Kocherfahrungen sammeln können? Tatsächlich haben wir die sammeln können. Ja, und zwar auf dem Sender bei Pen & Pepper. Oh. Weil die gesehen haben. Ja. Sonst werden heute beim Kochen. Was stand da? Sorry, kann ich das nochmal sehen? Wurde das schon. Naja, auf jeden Fall Kochen auf den Sieg pochen. Oh, schön. Ja, okay. Ja, wir haben genau einmal miteinander gekocht. Wie das ausging, konnte man ja sehen auf dem Sender. Seitdem haben wir dem eigentlich abgeschworen, aber wurden jetzt hier wieder reingedrückt. Also ich hörte davon. Man erzählte mir, dass ihr nicht wusstet, was eine Prise ist. Das ist, also, das ist so jetzt nicht richtig an das der Stelle. Ja, auf jeden Fall. Reden wir nicht weiter. Ich finde es wunderschön. Für mich war das total sympathisch, weil ich tue mich genau da schwer. Ich google ein Rezept und habe sowas wie 300 Gramm Mehl. Alles klar, damit kann ich arbeiten. Dann kommt aber irgendwann die Prise ins Spiel. Oder der Esslöffel. Aber dann habe ich drei verschiedene Esslöffel, die alle unterschiedlich groß sind. Was wollt ihr nun von mir? Ich brauche klare Mengenangaben. Deswegen konnte ich verstehen, dass man klare nicht Menge, weiß, was das sein soll. Ich weiß nicht, wie es bei dir war, aber bei mir war auf jeden Fall nach dieser Pen and Pepper Show der Fall, dass auf jeden Fall mein Vater mich angerufen hat und gesagt hat, dass er das sehr
sehr unangenehm fand. Oh. Und ich wurde noch nie so oft auf eine Show angesprochen wie auf die. Same. Also das ist wirklich unfassbar gewesen. Also ich glaube, ich habe eine Sache gelernt, eine einzige. Und das ist, dass das, was ich da benutzt habe, um Tortellini zu füllen, kein Teelöffel war. Ah, das ist tödlich sogar, oder nicht? Es waren Kaffeelöffel. Und kein Teelöffel. Und ich habe so einen Einlauf dafür bekommen. Und deswegen, das werde ich niemals wieder vergessen. Ja, ganz gemein. Vater hat es natürlich auch mit Humor genommen an der Stelle. Ja, aber das versuche ich heute wieder zu plätten. Also positiv. Okay, das und jetzt? Wir. Ja, du bist auch da. Okay. Was habt ihr uns denn hier heute Schönes mitgebracht? Welches Rezept habt ihr euch rausgesucht, Team? Janina, Easter. Warum zeigst du so auf mich? Weil du alles rausgesucht hast. Und eingekauft. Wir beide haben uns zusammen überlegt, heute eine klassische Kürbissuppe so grundsätzlich zu kochen. Aber der coole Kniff daran ist, dass sie im Kürbis sein wird. Also aus dem Kürbis wird man die rauslöffeln. Das wird quasi unser Main-Ding sein. Das ist ja crazy. Dann habe ich gegoogelt oder habe ich eine KI gefragt, eins von beiden, was kocht man da am besten dazu? Und da kam raus Knoblauchbaguette, komplett selber. Komplett die also wir machen Knoblauch auf Baguette drauf. Okay. Ja. Aber ist ja eigentlich selber. Und angebratene Garnelen, also alles so um diese Kürbissuppe herum quasi. Ist ja lecker. Ich hoffe. Und als coole Nachspeise haben wir uns überlegt, was die hippen Leute von heute, die hippen Studis, was holen die sich, wenn die noch mal kurz vorher vor der Vorlesung noch mal zu Starbucks gehen? Den Pumpkin Spice Latte. Ja. Und den machen wir heute. Ich habe noch nie in meinem Leben Kaffee gemacht. Esther kann es auch nicht, hat es mir auch schon erzählt. Und dann dachten wir, das ist perfekt für uns, dass wir einen Special Spice Latte machen. Und das sind unsere Gerichte. Ich habe davon schon viel gehört, von diesem Spice Latte. Aber ich weiß überhaupt nicht, was das sein soll. Also ich bin sehr gespannt drauf. Vielleicht darf ich auch mal ein Schlückchen probieren, wenn der Judge fertig ist. Ja, stimmt. Gerne, ja. Sonst machen wir dir noch einen, dann können wir es Oh ja, das wäre auch lieb. Ja, vielen Dank. Ey, das klingt komplexer. Also es klingt auch komplex für die anderthalb Stunden. Gerade das erste Gericht mit den Garnelen nochmal drumherum und so. Und ich habe, glaube ich, was Wichtiges vergessen bei der Rezeptauswahl, weil eures, wenn ich mir das im Kopf vorstelle, wirkt schon so, dass es optisch recht ansprechend dann aussieht. Das, ich wusste nicht, dass das relevant ist. Also das ist das Einzige, worauf ich tatsächlich gesetzt habe. Das ist optisch geil. Wenn wir nicht kochen können, dann wird es gut aussehen. Genau, das ist das, worauf ich gesetzt habe. Aber ich glaube, da musst du dir keine Sorgen machen. Wir werden wahrscheinlich nachher schon den Gourmet hier sitzen haben und dem geht es um die inneren Werte. Ich hoffe auch. Aber es geht ja um den Geschmack. Was kocht ihr denn? Genau, was kochen wir denn? Tja, Timo und ich kochen heute vegane Kürbis-Gnocchi mit Spinat... Pesto, ich muss noch mal in mein Ding. Da sind Cashew-Nüsse, Knoblauch und Zitronensaft ist da noch drin. Es wirkt erstmal relativ basic, aber dieses Pesto ist unfassbar lecker. Geil, ja, aber das war auch schon die Hauptspeise. So einfach, so gut. Und ich habe sie ja schon gesehen und sie sah nicht so ansprechend aus, wie ich mir das vorstelle. Aber wir werden unsere Zeit noch nutzen, das unfassbar geil zu polieren und fein zu schleifen. Ja, reißen wir hier so ein bisschen Grünzeug raus und tun das recht schön. Stimmt, sehr schöne Idee, da habe ich gar nicht dran gedacht. Das ist unser gekauftes Grünzeug. Schönes Grünzeug. Dann kommen wir zum Dessert. Da brauche ich nochmal kurz die Liste, weil genau das, was da steht, ist nicht mehr ganz aktuell. Denn das mit den Chiasamen hat nicht funktioniert. Ich wollte da so eine Pudding-Konsistenz erzeugen, denn Kürbispüree, also Kürbispudding ist im Prinzip die Nachspeise. Kürbis ist ja eh süß, passt also gut in so eine Puddingform. Allerdings hatte ich gehofft, dass es dadurch, eben durch die Chiasamen so aufgehen kann. Da fehlt uns auch ein bisschen die Kühlschrankzeit, die man braucht. Das heißt, die Chiasamen sind raus und durch eine kleine Pudding-Backmischung ausgekommen. Das ist unser Hauptding. Wenn wir das nicht cool hinkriegen, dann. Alter, mach mir jetzt keinen Druck hier. Du machst das. Ich hier Baguette backen. Das kann ich. Ich weiß auch nicht mal, kriege ich den komplett durch so? Das ist so schwer. Oh nein. Also Leute, ich kann echt noch. Hey Esther, Tipp aus der Requisite ist, mit der Spitze reinzupieken und dann runterzuziehen. Ja, der ist zu fest dafür. Ja, so, genau. Der ist zu fest. So, genau. Viel Erfolg. So, ja, perfekt. Ich muss kurz das machen. Das dauerte 5 Stunden. Das war Was hast du mal gemacht? So? Das Studio. Ihr bestellt euch jetzt nicht das Gericht einfach hierher, ne? Das kann nicht. Stimmt, das könnte passieren. So. Also wenn hier gleich der Krankenwagen kommen muss, ist das noch gerade? Das sieht echt. Oh, ich kann schon nicht mehr. Ey. Einigermaßen gerade aus. Wie macht man bei Zwiebeln diese äußere, den Bums da ab? Ich weiß nicht, wo unsere Zutaten sind. So, er muss ab. Hier ist kann sein, dass ich jetzt übelst rumheul gleich. Danke. Okay, ich hab ihn gleich durch, glaube ich. Oh Gott, das fängt jetzt schon an.
Na, denkst du? Ich schneide hier so ein bisschen. Ah, zeig lieber nicht, wie ich schneide. So, was hast du gesagt? 800 Gramm? Ja. Oh, was läuft denn für eine stressige Musik dabei? Ist das, okay, hier die also geil, ja, klar, ich finde die nicht schlecht, aber irgendwie setzt mich unter Druck. Ich habe das Gefühl, jetzt könnte ein Geist kommen und mein Gericht manipulieren. Man schneidet so. Ach nee, ich, okay, so, ich habe Würfel. Fantastisch. Dann müssen wir nur kurz warten, bis das Wasser kocht. Ich hab's schon aufgesetzt. Und dann rein da. Dann rein da. Wie klein muss das sein? Genau. Kann man schon jetzt irgendwas Schlaues parallel machen? Weil wir müssen eigentlich auf den Kürbispüree warten, um den Pudding überhaupt ansetzen. Der Weg ist das Ziel. Der Weg ist das Ziel. Und für die Nudeln? Brauchen wir auch. Alter. Also das ich brauchen wir so oder so. Ich mache hier parallel. Also wenn da steht eins Knoblauch, ist es ein ganzer Knoblauch oder ist es eine Knoblauch? Da steht nicht eins Knoblauch. Doch, da steht natürlich eine Zehe. Eine Zehe ist... Ah, ja. Das ist das, die Frage, ne? Was ist eine Zehe? Was ist eins Knoblauch? Ja. Oder ich meine, das wäre eine Zehe und das ist eine Knolle. Okay. Aber kann auch sein, dass ich scheiße laber. Nein, das ist nicht... Nein, ich, das eine hört Prise sich Knoblauch. An. Eine Prise Knoblauch. Eine Prise Knoblauch, ja. Okay. Ich sehe gerade aus Versehen in meine WhatsApp-Nachrichten, wir müssen dringend zusammen kochen. Grüße gehen raus an meine Freunde. Ja, ich weiß, dass ich nicht kann und dass ihr es gerade seht und ultra peinlich. Ja, Nina, ich brauche das Rezept. Ja, das ja Entschuldigung, okay, du bist gerade nicht mehr abgelenkt. Dann haben wir das. Oh, bleibt ja echt noch was übrig. Können wir eine zweite Portion später machen. Nice. Aber ja, Moment mal, wie können das 250 Gramm okay, pass auf. In der Packung gewesen sein? Jetzt Butter in einen Topf schmelzen, Zwiebeln und Knoblauch darin glasig dünsten, cool. Kürbis zufügen und kurz mitdünsten. Was ist dünsten? Das kannst du mal auf mich auslachen? Aber kann auch so ein Volumen. Niedriger Höhe köcheln. Ja, kannst du mal aufhören, so zu tun, wie wenn du nicht kochen kannst, weil du jede meiner Fragen immer beantworten kannst. Die andere? Mach erstmal sauber, mach schön tief rein, sonst spritzt das hier überall rum. Okay. Oh, da steht doch jetzt schon wieder That's what she said im Chat. Ich musste übrigens googeln, ob Gemüse Bouillon das gleiche wie Brühe ist. Was zur Hölle ist Bouillon? Ich weiß nicht, wie man Zwiebeln dünstet. Echt? Dünsten hat bestimmt was mit Dampf zu tun und deswegen... Soll ich meine Mutter anrufen? Was heißt glasig? Ich rufe meine Mutter an. Ich habe gelernt, es ist mega geil, die auf einem Geschirrtuch alle auszubreiten. Mach du erstmal die Brühe. Ich mach die Brühe nebenbei, während ich meine Mutter anrufe. Hier und dann kriegst du sie nicht mehr weg. Okay. Die Zitronen brauchen wir nicht mehr, oder? Nee, die können weg, tatsächlich. Meine Mutter hilft mir immer. Sie hat mich ja ernährt, 18 Jahre lang. Die muss ja irgendwie wissen, wie man überlebt. Auf die geht ran. Ab wann ist, sind Sachen Alter. Glasig? Haben wir hier einen Raummelder oder so? Das Team benutzt jetzt schon den Telefonjoker. Es gibt einen Telefonjoker. Du kannst deine Mama anrufen. Hallo, Mutter, ganz kurz. Ich bin in der Live-Show gerade, ja? Bevor du irgendwas sagst. Pass auf, wir müssen kochen. Und es geht hier gerade um irgendwas. Was müssen wir machen? Wir müssen die glasig dunsten. Was ist glasig dunsten? Naja, das sind Zwiebeln, oder? Ja, ja. Die Zwiebeln, die dünsten so lange, bis sie fast durchsichtig sind. Was ist dünsten? Ein bisschen Biss noch haben. Was ist? Ja, was der ist halt im Topf kochen mit ein bisschen Fett und dann dünstet es so lange, bis die glasig werden, die Zwiebeln. Aber die sind gelb. Die werden dann schon glasig. Ja, einfach länger. Einfach länger, also nicht anbraten, weil sonst werden sie ja braun, sondern dünsten. Nur ein bisschen Wasser dazu. Ein bisschen Wasser. Okay, ja. Okay. Und dann sagst du, dann ist es glasig gedünstet. Alright, wir machen Kürbissuppe. Das hast du schon tausendmal gemacht, habe ich noch nicht einmal in meinem Leben gemacht. Genau, die müssen schön weich sein. Achso, weil dann kannst du sie ja pürieren. Okay, perfekt. Ich rufe dich in 5 Minuten an, wenn ich die nächste dumme Frage stelle. Okay. Bis gleich. Gut. So, danke. Also ich weiß nicht, was bei denen da drüben immer los ist. Die schreien, die rennen. Was für ein Chaos-Team. Ja, wirklich. Also peinlich. Stört mich auch ein bisschen. Ich finde auch, die könnten mal ein bisschen leiser kochen. Ja, wirklich. Und auch einfach mal im Set bleiben. Ist hier immer noch eine TV-Show. Brennt der Ofen? Ach, die machen da was im Ofen. Ah ja, das Baguette, das selbstgebackene Baguette. Ja. Ich hab total aufgehoben. Wir haben nicht gesagt, selbstgebacken. Doch, das feine Baguette, ja. Hast du immer so eine Gurke komplett von innen ausgelutscht? Also, dass du alles Wasser so da rausgezogen hast. Gibt es? Ja. Ist auf jeden Fall funny. Hab ich noch nie gemacht. Empfehle ich dir einfach mal. Kleiner Tipp einfach, um Spaß zu haben. Guck mal. Wo ist diese Linie, bis wohin man maximal Wasser füllen darf? Ah, ist das heiß! Alter, hast du da einfach reingefasst? Ja! Junge, was zur Hölle? Der ist ja noch dümmer als wir. Was machst du denn? Ich habe den heißen Kürbis gefasst. Warum? Weil man eigentlich jetzt einen Teig kneten muss. Ah. Kocht das? Ja, das
Ja. Ich sehe das Problem. Ich weiß auch nicht, was war denn beim letzten Mal anders? Vergessen wir gerade irgendwas? Vielleicht. Nee, ich glaube, ich habe einfach länger gewartet. Deswegen hat es vielleicht 2 Stunden gedauert. Naja, dieses Gericht kann man nur unter Qualen fertigstellen. Ja, die Hand ist quasi tot. Aber... Achso, scheiße, ich brauche das eigentlich auch. Noch fast. So schnell, wie wir es haben, zurück. Danke. Das ist noch nicht. Ich brauche wegen Kaffee halt. Reicht schon. Okay, ich bastel mir was Schönes aus. Du bastelst da. Achso, darf ich es abgeben? Ich brauche nochmal. Füllt euch am besten was ab. Ja, könnt ihr euch was abfüllen? Ja. Einfach was rausfüllen und dann. Cool, danke schön. Geht ganz schnell. Das ist jetzt einfach Trick X, den ich von meiner Mama gelernt habe. Der Scheiß, das ist viel zu viel Teig hier. Ich hätte dir noch so viel Kürbisshit geben können, so ein Mist. Ich habe darüber nicht nachgedacht. Ey, tippt ihr, auf wen tippt ihr, der uns abschmeckt? Was habe ich gerade gesagt? Wer denkt ihr, der egal. Ich weiß, was du meinst. Ja gut, frage ich mich auch schon den ganzen Tag. Ich glaube Leo, ich tippe irgendwie auf Leo. Ich sag Florentin. Wer? Florentin? Echt? Oh, du meinst, dass er schon so ein Cameo hatte und dann gleich... Da war er gerade wieder, oder? Scheiße. War das ein Florentin? Chat, was denkt ihr? Sarah? Oh, das könnte auch gut sein, ja. Ja, das ist gut, Sarah mag uns. Also ich habe sicherheitshalber beiden Fuffi vorher zugesteckt, falls sie es sind. Okay. Ich habe jeden in der Firma. Oha. Ey, wenn was davon übrig bleibt. Kannst du das mal ein bisschen... Ja, so ganz sauber ist das jetzt nicht, aber... Ja, das muss nicht perfekt sein. Ist ja auch sein. Nur zum Kochen, ne? Das ist ja auch nur einer, kurz 2 Bissen. Ja. Die paar Bakterien werden einen schon nicht umbringen. Also wirklich. So, ich glaube, ich habe eine Art Nudelteig. Oder soll ich oben warten? Wie du willst. Naja, doch noch nicht. Ist der Ofen? Oh Gott, 27 Minuten. Mein Herz rast. Vor Angst. Wird der es noch zeitgerecht schaffen? Ja oder nein? Gibt er mehr Mehl dazu? Wird es helfen? Ich hoffe. Sieht es schlecht aus? Was sieht schlecht aus? So, wie sind wir zeitlich? Ich glaube ganz gut, aber ich neige dazu, mir einfach verkopften Stress zu machen, obwohl alles gut ist. Naja, aber so 27 Minuten mit Kochen, schon crazy, ein bisschen Angst noch. Salz rein, oder? Ja, das wäre supi. Eine Prise, ne? Eine Prise wäre gut. Ist das Salz? Mal gucken. Das ist so, diese Hand, die ist so unpraktisch. Wie soll ich die jemals wieder nutzen? Das ist, Esslöffel. Starkes Salz. Starkes Salz? Gibt es verschiedene Salzstärken? Oh Gott. Ja, so wie Scoville, weißt du? Ja. Okay, das passt. Aber dann würde ich trotzdem nur 5 Minütchen. Ja. Nicht. Und ich besser. Sorry, dass ich so lange brauche. Alles gut, alles gut. Dann auch 25 Minuten. Oh, ich hab ein bisschen Angst. Alle rein, ne? Dass es nur noch nach Mehl schmeckt am Ende, was? Ja, oh, ja. Ach. Ja, würde ich noch nicht machen. Alle rein, ja, in den Spinat. Oh, warte mal, da sind auch noch... Da sind noch Zitronenkerne drauf gewesen. Aber warte mal, ja. Nee, die sollen eigentlich nicht rein. Okay, nee, alles gut, die kann ich raus. Ja, ich raushalten. Will ja jetzt abschmecken. Ich mache einen Kürbis-Gnocchi-Teig, weil ich es gerade im Chat gelesen habe, was ich da überhaupt veranstalte. Chili-Flocken habe ich gekauft. Na, noch ein bisschen weniger klebrig, dann... Eine Geheimnachricht. Naja. Jetzt muss es... Also mehr Mehl darf da nicht rein. Jetzt habe ich gerade einen kleinen Mehlunfall gehabt. Und hast du noch so... Ja, jetzt hat er gleich die richtige, glaube ich. Der muss halt wie so ein Pizzateig, so ein schöner, unklebriger Blob werden. Okay, das hat überhaupt nicht funktioniert. Richtig geil. Ja, ich finde auch richtig geil. Okay, hast du gerade eine Hand? Ja, natürlich. Könntest du mir immer nach... ein bisschen Mehl. Nee, also du musst das nicht anfassen, weil ich kann es nicht mehr anfassen. Ja. Bisschen Mehl auf die Fläche, das habe ich erstmal vergessen. Okay. Probieren. Ich bin... Ja? Ist es geiler geworden? Das Mehl bringt also ich finde, es ist geiler geworden. Weil das Ding ist, man kann halt nicht Pfanne und Topf gleichzeitig auf dem Ding haben. Das aber das ist nicht schlimm sonst. Also die hier kann. Was mache ich denn jetzt mit meinen Händen? Keine Löffel mehr. Ja, deswegen. Den mache ich mal hier auf die Seite. Ich hole dich später wieder ab, ja? Löffel. So. Kannst du mir kurz helfen, bevor du mixt? Stell das gerne erstmal ab. Oh mein Gott, fuck my life. Sorry, Zwiebellager am Boden. Okay, ja. Vorsicht, das Mehl klebt schon am Teig. Du müsstest... Da musst du mal wirklich ein ganzer Batzen drauf. Gerne auch hier so rein. Ah ja, schön. Danke, das reicht. Langsam. Jetzt muss es aber. Oh shit. Das sind ja, was? Eine ganze Mehlpackung? Ich glaube, ich habe was falsch gemacht, Leute. Fuck, ich fühle mich
unfähig und dumm. Okay. Ah, so. Ja, ja. Wir brauchen eh nicht so viel Teig. Ich entferne mir mal ganz kurz etwas Teig. Aber wo denn? Was mache ich denn damit? Wie kriegt man das ab? Oh, Alter, das Gewürz hat es richtig. Wie machen das andere Menschen? Also. Oh mein Gott. Hm? Ich hätte es einhändig machen sollen. Oh, Scheiße. Ist gut geworden. Also kein Scheiß. Ich bin gerade. Sophie, ich raste aus. Oh ja, ja. Salz und Pfeffer. Salz. Denkst du an das Baguette? Ach, mit, nee, mit Ruhe und ja. Irgendwie. Okay, ich hab ja, das viel besser. Also wenn da noch 5 Minuten stehen, dann machen wir es mal runterholen. Ah. Ah, jetzt hat es die Konsistenz, die ich brauche. Warte mal. Nein, jetzt ist da wieder zu viel Mehl. Scheiße. Ich glaube, das ist nur volle Luft. So, endlich habe ich die Wurst meines Lebens. Du hättest vielleicht einen Haufen machen sollen, dann nicht drei. Ja. Sieht übelst hässlich aus. Ja, das läuft über. Ja, ich weiß. Ja, dann tu doch auf. Was soll ich tun? Probier mal das andere. Oh, shit, ey. Das war unser Joker. Ja, das muss man eh am Ende machen. Scheiße, das ist viel zu voll. Drin? Glaubst du, das kriegt man noch abgeschüttet? Nein. Scheiße, von der Konsistenz sagen. Jetzt, wo ich diese beiden Teller sehe, muss ich immer denken, ich muss immer an Timon Krause denken, weil wahrscheinlich, ich weiß nicht, welche Psychologie ihr angewandt habt. Ich denke, dass ihr denkt, dass ich denke, dass ihr wahrscheinlich diese Teller vertauscht habt. Dass alles. Eure Teller auf der linken Seite ist und euer Teller auf der rechten. Aber ihr denkt wahrscheinlich, dass ich denke, dass ich das weiß. Mhm. Und dass ihr deswegen die Teller wieder auf eure Seite gestellt habt. Aber dass ich das wieder antizipiere, habt ihr die Teller wieder zurückgestellt. Das heißt, das ist euer Teller und das ist euer Teller. Welches das Blöde ist, du hast es jetzt nach Timon Krause Prinzip gemacht. Wir haben uns aber für das Vincent Raven Prinzip entschieden. Deswegen okay. Ist es komplett anders. Es ist komplett anders, ja. Okay. Naja. Okay. Jetzt geh ich mal hier. Ist das gekocht oder? Ist auf jeden Fall hart, das ist so ein bisschen, erinnert so ein bisschen an so. Ja, mal schmecken. Okay. Ich schmecke gar nichts. Also, wenn hier auf jeden Fall Kürbis drin war, dann ist dieser Geschmack verdampft. Also es ist wirklich so, es ist, ihr müsst euch das vorstellen, vielleicht können wir das mal in der Kamera sehen. Es ist eine Konsistenz hier. Es ist so ein bisschen wie Gummi irgendwie. Und es, also es fehlt an allem. Es fehlt an Salz. Es fehlt an generell an irgendeine Art von Würzung. Das Einzige, was ich wirklich schmecke, ist ich schmecke noch nicht mal den Kürbis raus, weil offensichtlich hat es ja die orangene Farbe hier durch. aber diese Soße hier, diese Kleckse hier drauf, die sind ganz gut. Das mag ich. Rot bin ich ja immer Fan. Oh, da ist was drauf. Au, das ist gar nicht irgendein Brot, sondern das wurde irgendwie angemacht. Auch nicht sexuell gemeint. Knoblauch. Herrlich. Oh Gott, das liebe ich ja. Knoblauchbrot. Immer reindippen. Okay, das geht gar nicht. Ekelhaft. Wirklich. Geht gar nicht. Naja, was soll's. Und klar, diese Bestechungsversuche in Form von so einem Schokofrosch hier erreichen mich natürlich, klar, muss man auch mal wirklich mal sagen. Mein Sieger, der goldene Kochlöffel, geht an das Gewinnerteam. Der Requisiteur gibt mir ganz komische Anweisungen, die ich nicht verstehe. Beide Kochlöffel. Also beide Kochlöffel gehen an dieses Gewinnerteam. Wer ist es? Ja! Yeah! Herzlichen Glückwunsch. Dankeschön. Danke. Das habt ihr ganz fantastisch gemacht. Oh. Muss man wirklich mal sagen. Oh. Hallo und herzlich willkommen zu Nerds und Hörts, der besten und einzigen Kochshow hier auf Rocket Beans TV. Heute kochen diese Nerds für euch. An meiner Seite Etienne.
Ja. Schön, dass du in meinem Team bist. Ja, freut mich, dich unterstützen zu können mit meiner Expertise. Ja, und das Team, was wir heute platt machen werden, zu meiner Linken, Antje und Daniel. Hallo. 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 Tag. Wie zuversichtlich seid ihr, wenn ihr uns so hier stehen seht? Sehr. Schon. Ne? Was? Wieso denn? Du hast gesagt, du kannst nicht mal schneiden. Das stimmt. Kannst du schneiden? Ja. Mel hat mich gerade gefragt, kannst du schneiden? Ich habe gesagt, nein. Also ich kann wirklich, also ich, das meine ich halt ernst, ich kann wirklich nicht schneiden. Ja, aber das wird ja umso lustiger dann für unsere Zuschauer und Zuschauerinnen. Ja, das Ding ist, ich gucke immer so Kochsendungen und so, dann bin ich immer so begeistert, wenn die Köche dann so das würde ich gerne können, aber ich kann es nicht. Also ich höre, du bist heute die Meisterin, du hast das Rezept rausgesucht, du hast alles eigentlich verantwortet hier. Ich mach, was du sagst und versuche dann, möglichst nichts kaputt zu machen. Ja, du gibst das Stichwort Rezept. Wofür denn? Also, wir kochen hier heute Lasagne. Euer Rezept. Ist es so ein Familienrezept, irgendwie so weitergereicht über Generationen? Oder ist das einfach aus dem Internet? Es ist ein Original-Garfield-Rezept. Oh! Ich dachte, das passt, ne? Ja. Wie, woher hast du ein Garfield-Rezept? Aber ein Garfield selber. Du kennst Garfield? Ja. Jesus Christ. Ja. Was hast du für eins? Können wir da mithalten? Ja, ich habe ein Rezept von aus dem Internet von Gennaro Contaldo. Das war mal der Chef von Tim Meltzer und Jamie Oliver. Also ich denke, wir werden hier in große Fernsehkoch Fußstapfen treten. Gennaro wie? Contaldo, da steht's. Gennaro Contaldo, okay. Aber wir machen eine vegetarische, oder? Wir machen eine vegetarische Lasagne, genau. Wissen wir denn schon, wer die ist? Nein, nur dass es zwei. Genau, es sind zwei diesmal. Judges diesmal. Kleine Änderung. Macht ihr auch vegetarisch? Nein. Shit. Ja, das wird man nicht merken. Nee, also die einzige Änderung, wir haben Hack, wir haben aber veganes Hack. Ich sag dir, ich verspreche dir, man wird es nicht merken. Ich werde es, pass auf, ich mach dir das Angebot, ich werde hier mit meiner vegetarisch-jungfräulichen Zunge, werde ich es testen. Und ich werde 100% ehrlich sein. Wenn es super lecker ist, dann gebe ich das uneingeschränkt zu. Aber wenn es nicht lecker ist, dann werde ich es auch sagen. Auch wenn wir es selber machen. So, was ist eigentlich für eine Stimmung da bei euch? Ich euch gleich mal, was ist denn? Ich ziehe euch gleich mal die Ohren lang. Ihr steht da, wie das ist das, im Steuerbüro. Ja, wir sind schon voll in the zone. Ja, mich dabei mit euren Augen. Ne? Ja. Ich warte, wie du dich hier rausredest. Ja. Ich kann mich nicht rausreden, weil Mel kocht. Ne? Ja, Pressure ist auf jeden Fall on, würde ich sagen. Ja. Wollen wir loslegen? Ja, sicher, let's go. Haben wir einen Timer? Also, wir haben jetzt 90 Minuten Zeit. 90 Minuten? Ja. Ja, einschließlich Koch- bzw. Backzeit. Ne? Genau, also die Lasagne, in der Zeit, in der die Lasagne backt, müssen wir dann den Nachtisch machen. Okay, ja, let's go. Ich habe keine Ahnung. Du sagst, was ich machen soll, ich mach's. Okay. Was ist da so? Hört auf zu lachen da drüben. Eben hast du noch gesagt, was ist hier für eine Stimmung? Hier ist eine sehr gute Stimmung, Eddie. Ja, aber auf meine Kosten. So, ich habe das Gefühl, das funktioniert hier nicht mit dem Schälen. Na, ist es endlich gefallen. Es ist endlich gefallen. Also. Es ist endlich gefallen. Wieso? Also ich könnte dir helfen, aber ich finde das eigentlich witziger, ehrlich gesagt. Aber ich mach's doch gut. Oder nicht? Ja, also solange es zum Ergebnis führt, ne? Ja, gibt es. Du kannst mir ruhig sagen, wenn es einen effektiveren Weg gibt. Du hast doch gesagt, das soll mit dranlassen. Ja, die Seite dranlassen. Ah, jetzt mach's doch mal schneller. Dann kannst du das so. Ja, so richtig geht's jetzt nicht, aber normalerweise kannst du es dann halt so abziehen. Die Leute gucken, ja, die Hälfte von euch guckt nur zu, weil ihr mich leiden sehen wollt, weil ihr euch lustig darüber macht. Na und? Dafür kann ich perfekt rückwärts einparken. Und vorwärts. Und seitwärts. Jeder hat Fähigkeiten. Au! Oh. Ich weiß nicht, ob das die schlauste Variante war, wie ich das hier gemacht habe. Nee, war es nicht, das kann ich dir sagen. Aber Hauptsache, wir haben am Ende eine geschnittene Zwiebel. Also, you go for it. Alter, hier ist alles voll mit Zwiebeln. Ja, ich habe gleich ein bisschen gekleckert. Das war aber auch nicht so einfach. Haben wir einen Besen? Das muss man ja auch erstmal in so ein Gefäß reinkriegen. Du hast die andere Möhre gar nicht geschnitten. Du erzählst mir was von, du hast deine Aufgaben fertig und du hast die Möhre gar nicht geschnitten. Das hast du nicht gesagt, dass ich die Möhre schneiden soll. Ich hab gesagt, jeder macht eine Möhre, Ede. Ja, meine ist da. Das
Vor Gericht werde ich. Ihr lügt. Wir haben das auf Kamera. Am Videobeweis. 40 Gramm, bitte. Ich sag, wie viel sind das? 250 Gramm. Dann sind das 125. Dann sind das 62. Wie viel brauchen wir? 40. Pass auf. Das ist nämlich wirklich ein Skill, den ich hab. Joa, Halbzeit, ne? 45 Minuten. Ihr seid so konzentriert, ihr kriegt das gar nicht mit. Aber bei euch sieht's ja auch gut aus. Achtung. Ihr seid, glaube ich, gut in der Zeit. Warte, ich dreh's um. Oben noch. Wie viel 40 hast du gesagt? Jetzt müssen wir aber könnte zu viel sein. Ja. 40 Gramm. Achtung. Ja. Da. Wie viel sind das? Oh. 40 Gramm. Shit. Jetzt habe ich zu viel. Also am einfachsten wäre für mich jetzt Pfannkuchen tatsächlich. Nein. So, wir wollen ein bisschen aufräumen, ha? Der muss doch. Der kann doch nicht gewendet werden. Ich hab den noch nicht gewendet. Ich will nur, dass der nicht am Rand. Ich wollte doch nur den Rand. Ja, okay. Machen. Ich bin doch nicht doof. Das sagst du, nachdem du mir hier seit einer Stunde erzählst, dass du nicht kochen kannst. Soll ich dir das jetzt glauben? Pfannkuchen ist was anderes. Guck. Ich bin richtig gut. Ich kann richtig gute Pfannkuchen. Das sind ja fast schon Krebs, die sind so. Genau, wir machen so Krebs, genau. Hätte nice. Ich jetzt gedacht. Nice. Und dann machen wir die Erdbeeren rein. Guck mal, ich würde ganz gern. Weiß nicht, Schlagsahne? Nee, oder? Schlagsahne dazu? Schlagsahne mit Zucker. Ja, aber wir haben keinen Zucker und wir haben nichts doch. Mit. Wir haben doch Zucker. Mit den Zucker. Was ist das für eine Küche ohne Zucker? Aber wie sollen wir die denn jetzt schlagen? Weil, haben wir keinen gescheiten. Ja, ich benutze gleich den hier von der Lasagne. Kannst du den mal sauber machen vielleicht? Nee, kannst du. Pass auf. Hast du es drauf? Oh, Leute. Alles für Entertainment heute. Oh, tschüss. Und die richtige Seite jetzt. Das war krass. Ja, Mann. Bin richtig beeindruckt. Ich sag doch, Pfannkuchen kann ich. Habe ich mein Studentenleben. Pfannkuchen, Mehl. Eier, Milch, Nutella, kommst eine Woche mit durch. Vielleicht auch zwei. Ist nicht gesund, aber lecker. Ich mach's genauso. Ede, magst du mal hochgehen? Kannst du bitte oben einmal die Alufolie von unserer Lasagne abmachen, damit die letzte Zeit noch so anbräunt? Okay. Kannst Alufolie da nicht machen? Cool, wie soll man das denn machen? Spannend, was er da macht. Ist es schlimm, wenn in eurer Lasagne ein bisschen Alufolie drin ist? Wenn in unsere Lasagne ja. Alufolie drin ist, ja. Frag dich selbst, möchtest du gerne auf Alufolie beißen? Ja, frag Ede das. Also ich beobachte nur, was er da gerade macht. Fummelt der an unserer Lasagne rum? Was hat denn sein... Ede, wir sehen dich! Ja, der macht die Alufolie von unserer Lasagne ab und ist dabei, habe ich ein bisschen das Gefühl, konnte vielleicht was in Euro kommen. Jesus, unsere Lasagne sieht halt noch längst nicht fertig aus. Also ihr könnt natürlich hochgehen und gucken, aber oder lasst das einfach geschehen. Gut, wir haben den Videobeweis, ne? Das stimmt. Guck mal, soll ich überhaupt noch Pfannkuchen machen? Weil wir haben hier so zwei schöne, da können wir jetzt eher noch überlegen, was wir hier so... Ja, irgendwas fehlt noch. Die so irgendwie zu. So eine Sahne oder so. Ja, aber wir haben leider keinen... Guck mal, wir könnten da so Ahornsirup. Was passiert denn, wenn man Schlagsahne schlägt? Dann wird sie doch zu... Ja, aber nicht ohne Handrührgerät. Das schaffen wir nicht ohne Handrührgerät. Schlagsahne? Wird Schlagsahne zu Schlagsahne, wenn man sie schlägt? Und was, wenn man sie nicht schlägt, ist sie auch Schlagsahne. Das hat überhaupt keinen Sinn. Das müsste eigentlich Sahne sein und wenn man sie schlägt, wird sie zu Schlagsahne. Oh, riecht das angebrannt hier. Oh, riecht das hier nach Verlieren. Oh, now we're talking.
Ja, die können wir rausnehmen. Nee, nee, zwei Minuten. Nee. In der Mitte ist noch gelb. Nee, lieber so, als das, was die anderen haben. Ja. So komplett verbrannt. Aber es ist so ein bisschen kalt. Hm. Andi, man spielt nicht mit Essen. Was denn ist der Unterschied zwischen den beiden? Das ist von Zweifel in den Teamchef, wurde dir gerade gesagt. Ich finde, mehr brauchen wir da eigentlich sein. Okay. Also, wir haben gehört, der Schröckert hat letzt 45 Minuten lang gegessen, also wir haben noch ein bisschen Zeit. Du hast gar nicht mehr aufgehört zu essen. Wo es war lecker. Und mir hat keiner gesagt, dass ich nicht alles essen muss. Nee. Ich esse den Teller auf. Sehr viel da, ne? Oh, aber die Sahne ist gut. Ach so, und das wurde übrigens improvisiert immer. Okay. Ist nicht meins. Ist nicht meins. Ich bin ja auch kein Sahne-Fan, aber... Ich eigentlich schon. Aber wenn man das vermixen würde, glaube ich, wäre es besser. Sieht nicht so aus, als wärst du als das ein Sahne-Fan wäre. Ich wollte gucken, was unten ist. Auch nur Sahne. Sahne. Okay, das ist so. Es ist ein Lamborghini mit einem Volvo-Motor. Und Sahne. Also. können wir die Plätze tauschen? Aber ich muss sagen, das hier schmeckt auch nicht besonders gut. Das schmeckt nur ein bisschen gesünder, weil weniger Sahne drin ist. Sahne hätte gut gepasst. Oh ja, stimmt. Und vielleicht flüssige Schokolade. Ja, irgendwas Sipfige, irgendwas Sirup oder so. Ein bisschen was der Trockenheit entgegenwirkt. Also 0 Punkte, 1 Punkt oder 2 Punkte? Sollen wir einen davon, müssen wir einen davon wählen? Können wir ja machen. Aber okay, okay. Ich muss sagen, es fällt mir wirklich schwer, weil keiner ist hier. Aber das ist eigentlich nur ein halber Punkt. Da ist 0 und das ist ein halber Punkt. Nee. Wie nee? Ich gebe gar keinen Punkt. Ändert am Ende auch sowieso nicht. Ja, gewonnen hat der mit den 2 Punkten. Der blaue. Die Nudel-Lasagne-Pasta mit Sapsch. Mit extra viel Sapsch. Mit ordentlich Sud. Lecker Sud. Oh nein, das war Eddie. Was wirklich? Das war dich hier? Ich dachte, du war das. Ich dachte, du warst doch die ganze Zeit mies gelaunt. Ja, weißt du warum? Weil ich Sahne geschlagen habe. Ja, wir haben Sahne. Minuten, bis es Butter wurde. Das, was euch gefehlt hat bei meinen Pfannkuchen. Die Sahne, die gab es theoretisch. Bis sie Butter hier. Wurde. Das ist ja unfassbar. Ich hab keine, das ist hier, keine Sahne. Ist das, was ihr am Ende hier reingeschaut habt? Nein, das hier. Das war die Ach, Sahne. Scheiße. Das habe ich 20 Minuten geschlagen, damit es in den Palaschinken kommt. Das, aber das hättet ihr mir verkaufen können als irgendwas Besonderes. Es ist Butter geworden. Bitteschön. Wahnsinn. Am Ende. Aber umso lustiger, dass das wir gewonnen haben. Das ist übrigens keine Sahne, sondern Mascarpone. Aber ich finde das gerade sehr gut. Ich finde wirklich beides übrigens gut. Also muss ich echt sagen. Ja. Ja, also wir mussten, bis auf der Nachtisch war nicht so gut. Ja, aber das habt ihr ja so einfach so zusammengemixt. Ui. Aber wir können uns zumindest keine Vorwürfe machen. Nein. Unser Ergebnis ist gut. Wir haben es ja schon. Es ist, also es würde mir jetzt wahrscheinlich auch nicht auffallen, dass es nicht echt ist. Wenn du nachts nach Hause Dankeschön. Kommst und es ist so 1 Uhr und du machst das warm. Ich habe entschieden, dass wir vegan packen. Sehr gut. Jetzt probiere ich mal eure. Also das ist echtes Fleisch? Das ist echtes Fleisch. Ah, okay. Ja, habe ich tatsächlich. 2 verschiedene Sorten sogar. Okay. Man hätte erwarten können, dass uns das auffällt, aber gar nicht. Habe ich auch gedacht. Aber das hatte ich auch schon bei Burgern vor ein paar Jahren so, dass du das nicht mehr merkst. Naja. Muss ich jetzt was sagen? Ja, nö, musst du nicht. Empfindest du das wie wir, dass euer ist ein bisschen besser als andere? Ich kann dazu jetzt nichts sagen. Gut, hätte ich gewusst, dass du hierher kommst. Was hättest du da gemacht? Du wahrscheinlich noch weniger Mühe mir gegeben. Weil hätte ich gewusst, ich kenne deine Essgewohnheiten und die stehen für mich nicht für Qualität. Wenn ich dir was empfehle, beim Lieferservice, bist du immer begeistert. Ja, beim Lieferservice. Freddy. Wann habe ich denn für dich mal gekauft? Freddy! Küchenschaben, Freddy. 15 Jahre, ja, ich weiß. Aber 15 Jahre esse ich bei Freddy. Das ist nicht das Thema. So, wie geht's weiter? Hatte Freddy nicht auch den Kugelschreiber in meinem Salat? Das war Freddy. War das Freddy? Nein, das war... Mal diesen... Nee, war nicht Freddy. Burger Me, sorry. Okay, Entschuldigung, Freddy. Wir hatten auch mal diesen Ohrkneifer da. Wo du den Kugelschreiber drin hattest, das war Burger Me. Okay, genug. Unsere Trophäe. Too much information. Zwei Löffel, eine Meinung. Ja. Das ist vielen Dank. Das nimm du den. Ja. Wir haben neues Klatschen erfunden. Hier. Nein, unser neues Klatschenmann. Schneller, ich danke euch. Deutsches Klatschen.
Wegen schneller. Ja, ich danke euch vielmals. Das war auf jeden Fall ein Abenteuer. Ja, let's never do that again. Ja, vielen, vielen Dank euch da draußen fürs Zuschauen. Schaltet auch beim nächsten Mal wieder ein, wenn hier wieder Nerds an Hertz stehen.